Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Und Facton, Transparenz der Produktkosten im gesamten Produktlebenszyklus. Facton, aus Kosten werden Chancen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Auto News. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Melanie Kusterer. Irland startet Elektromobilitätsinitiative. Die Inseleuropäer starten einen Großversuch mit Elektroautos von Renault-Nissan. Die Regierung gibt dazu Kaufhilfen von 5.000 Euro je Fahrzeug, teilten Renault und die irische Regierung am Montag mit. Irland will erreichen, dass 10% des gesamten Fahrzeugbestandes des Landes bis 2020 elektrisch betrieben wird. Damit gilt Irland als das ehrgeizigste Land Europas im Hinblick auf die Elektromobilität. Kernbestandteil der Vereinbarung ist die Zusicherung des irischen Stromanbieters ESB, bis Ende 2011 3.500 Standardladestationen und 30 Schnellladestationen einzurichten. Mit diesem Elektrifizierungsprogramm hat der Inselstaat bereits begonnen. 2.000 Elektroautos sollen vom kommenden Jahr an geliefert und in Irland betrieben werden. Zur Auswahl stehen Nissans Fünfsitzer Leaf und in einer zweiten Stufe einige Monate später der Renault-Lieferwagen Kangoo ZE. Ab Ende 2011 wird das Angebot durch den Renault Fluence ZE um eine rein elektrisch angetriebene Limousine erweitert. Bridgestone baut neues Werk in Indien. Die Bridgestone-Tochter Bridgestone India baut in der Nähe der Stadt Pune ein neues Werk, in dem Radialreifen für Pkw, Lkw und Busse hergestellt werden sollen. Basis für die Entscheidung ist die stetig steigende Nachfrage nach diesen Reifen in Indien. Es ist das zweite Reifenwerk, das Bridgestone in dem Schwellenland mit großem Wirtschaftswachstum aufbaut. Insgesamt investiert der Hersteller umgerechnet rund 400 Millionen Euro. Die Produktion der ersten Pkw-Reifen ist für Januar 2013 geplant. Die Bänder für die Lkw- und Busreifen sollen ab August 2013 laufen. Die bis 2020 geplante tägliche Produktionskapazität gibt das Unternehmen mit ca. 10.000 Pkw und 3.000 Lkw-Reifen an. Wechsel im Iveco-Vorstand. John Venstra wird Vorstand für Marketing und Vertrieb der Iveco Magirus AG. Vorgänger Hendrik Starup wechselt innerhalb des Fiat-Konzerns zur Land- und Baumaschinengruppe CNH. John Venstra bringt über 16 Jahre Erfahrung im Vertrieb bei Iveco mit. Nach seiner Tätigkeit als Sales Director in den Benelux-Ländern war der Niederländer in den vergangenen anderthalb Jahren international als Market Development Director für Nordeuropa verantwortlich. Deutsche Premiumhersteller verkaufen wieder mehr Autos. Die deutschen Premiumhersteller BMW, Audi und Daimler verkaufen nach den schweren Einbrüchen im ersten Quartal 2009 in den ersten drei Monaten dieses Jahres wieder deutlich mehr Autos. BMW setzte zwischen Januar und März weltweit insgesamt rund 315.600 Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ab, wie der Konzern am Montag in München mitteilte. Das ist ein Plus von 13,8% verglichen mit dem schwachen Vorjahreszeitraum. Der Konkurrent Audi verbuchte in den ersten drei Monaten dieses Jahres das beste Quartal seiner Unternehmensgeschichte. Die Auslieferungen stiegen um mehr als ein Viertel auf rund 264.000 Autos. Im Gesamtjahr will der Ingolstädter Autobauer wie 2008 erneut mehr als 1 Million Fahrzeuge weltweit verkaufen. Wachstumstreiber für Audi waren im ersten Quartal erneut Asien und vor allem der chinesische Markt. Auch Daimler hat im ersten Quartal dieses Jahres deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Mit rund 271.000 Fahrzeugen der Marken Mercedes-Benz, Smart, AMG und Maybach legte der Absatz der Stuttgarter um knapp 11% zu. ZF plant baldige Rückkehr in die Gewinnzone. Der Automobilzulieferer ZF verbucht für 2009 einen Umsatzrückgang um 25% auf knapp 9,4 Milliarden Euro und einen operativen Verlust in Höhe von 361 Millionen Euro. Das Geschäftsjahr 2009 war laut Unternehmen eines der schwersten Jahre der Unternehmensgeschichte. Die Mitarbeiterzahl ging um etwa 3.500 Personen zurück und lag Ende 2009 bei rund 59.800.
In Deutschland konnte dabei auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden. Besonders von der Krise betroffen waren die Unternehmensbereiche, die für die Lkw- und Baumaschinenbranche produzieren. Sie mussten teilweise Umsatzeinbrüche von über 50% verkraften. Im Pkw-Geschäft sowie bei Landmaschinen lagen die Rückgänge zwischen 10% und 30%. Für dieses Jahr peilt das Unternehmen ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von 10% und die Rückkehr in die Gewinnzone an. Das waren die Auto-News für diesmal. Danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.